jetzt kommt eine der allergrößten. Ja. Endlich zu uns. Sie kann alles, sie beherrscht die ganze Klaviatur. Ich kann mich erinnern, als Mutter Courage wahnsinnige Erfolge gefeiert. Jetzt immer noch in ihrer Interpretation vom Spatz in Paris, da wäre sogar die Piaf Baff, wenn sie das noch erleben könnte, was das für eine Bühnenwucht ist, die Frau, die jetzt unsere Sendung gleich veredeln wird. Sie wird morgen 75 Jahre alt. Wir feiern also Geburtstag mit einer der größten Schauspielerinnen und Sängerinnen des Landes. Bitte begrüßen Sie die unfassbare Maria Bill. Bitte pass auf, liebe Maria. Ja. Hallo. Maria Bill. Maria Bill. Darf ich fragen, warum du einen Koffer mitgebracht hast? Ja, das darfst du. Also das darf auf jeden Fall das da mit dem Inhalt nicht geschehen. Okay. Wollen wir reinschauen? Ich weiß nicht, was, ja. Na, du weißt es nicht. Niemand weiß es außer mir. Aha. Jetzt muss ich schauen, wie der aufgeht. Ah, doch, ich hab's. Oh, eine Tagine. Was ist das? Ist das eine Tagine? Was ist das? Bitte nein, ein Topf. Bitte nicht darunter schmeißen. Nein, 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 natürlich nicht. Aber ein Lego, warum bringst du uns Lego? Das sind drei schöne Töpfe, oder? Das sind Schüsseln. Ja. Ja. Und die kommen aus dem Appenzell, wo ich aufgewachsen bin, im Kinderdorf Pestalozzi. Ja. Ja. Damit haben die Bauern zum Almaufzug daraus ein Instrument gemacht. Ah. Und wer begabt ist, der kann das. Ja. Also mir gelingt es eigentlich immer. Ja. Also die haben da also dazu dann gejodelt. Also das ist ein 5-Franken-Stück. Fränkli. Fünf-Franken. Und das schmeißt man kantig hinein. So, bitte schau. Oh, die Kamera muss das sehen. Ja. Sieht man das? Ja, so muss es halt da weiter runter. Ja, genau. Oh, das klingt schön. Und dazu haben die Appenzeller Bauern jo, 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 jo. Ja. Ja. Ist das wow. Schön. Wow, super. Darf ich dir Geschenke machen zu deinem 75, das gibt's doch gar nicht. Ja, ja. Bist du wirklich schon so alt? Ja. Hier sind zwei Geschenke. Was soll ich machen? Und zwar, wir haben in deinem Umfeld nachgefragt, was du gerne hast. Und es wurde uns gesagt, einen guten Weißwein und ein gutes Buch. Beides, das stimmt. Oh, danke. Das ist aber sehr nett. Zum Geburtstag. Danke. Alles Gute. Alles Gute danke zum Geburtstag. Danke. Alles Gute. Danke. Mach es zu Hause auf. Okay. Aber okay, es ist den wirklich. Koffer habe ich ja dabei. Es ist gut beides dabei. Wirklich gut. Und ich möchte mich wirklich bedanken, dass du endlich gekommen bist. Danke. Weil wir dich schon so lange einladen wollten. Ja, das stimmt. Du hast aber verweigert natürlich für mich in Wahrheit das einzige Austropop-Lied, das ich schätze nach all den Jahren, ist Ich möchte so gern landen. Du wolltest es nicht hier singen. Singst du es überhaupt noch? Oder ja. Hast du, aber warum nicht hier? Weil ich keine Lust hatte. Warum hast das du das? Das gefällt mir gut. Weil ich hier als Gast bin. Ja, nicht, ja. Also nicht arbeiten will. Darf ich, genau. Dich, ja, darf ich dich fragen, das war ja wirklich. Du hast das Lied getextet. Und die Musik geschrieben, aber. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, hast du dieses Lied für jemanden? Ich habe mich immer gefragt, für wen hat die Maria Bill, wenn sie das mit so einem Gefühl rüberbringt, für wen hat sie das geschrieben? Steckt da wirklich eine wahre Verliebtheitsgeschichte dahinter oder wurde das sozusagen ins Blaue rein? Das bleibt ein Geheimnis. Also wieder Antwort verweigert. Ja. Aber stimmt es, dass dir das zugeflogen ist, dass das so ganz schnell ging? Wie offensichtlich alle das war ein Schnellschuss, das stimmt. Also nach der Premiere von diesem Piaf-Stück haben mir die Plattenfirmen die Türen eingerannt und wollten mit mir Piaf-Lieder aufnehmen. Mhm. Das wollte ich aber nicht, weil das Original das selbst getan hat und zwar besser geht's gar nicht als die Edith Piaf selber. Aber ich habe gesagt, ich habe in der Schublade eigene Songs, Lieder geschrieben. Die waren damals noch völlig unbekannt, weil ich mich nicht getraut habe. Aber durch die Piaf habe ich die, wie soll ich sagen, den Mut bekommen, damit rauszugehen. Man kann sich blamieren,
Aber man kann es probieren und riskieren und es ist aufgegangen. Ja, das sind ja, ja, das sind ja Abende, wo die Leute wirklich rausgehen und sagen, sie fassen es nicht. Und die NZZ hat geschrieben, in Zukunft wird man nicht mehr Edith Piaf sagen können, ohne gleichzeitig an Maria Bill denken zu müssen. Das sind schon wahnsinnige Komplimente, die da gemacht werden. Für die armen Teufel, die es noch nie gehört haben sollten, wie du Edith Piaf singst, wir haben einen kleinen Ausschnitt vorher da. Aber, noch aber wir können ja zuerst Edith Piaf machen, weil wir gerade darüber reden. Wenn die Regie in das der Lage ist. Das schafft die Regie. Meine Damen und Herren. Maria Bill als Edith Piaf. No. November Konzerthaus. Ja, 20. November. Wenn Sie das erleben wollen, schwere Empfehlung. Maria Bill. Für mich war ganz eindeutig klar, dass du Wienerin sein musst. Ja. Weil dieses Lied so wienerisch für meine deutschen Ohren klang immer. Und dann habe ich erfahren, wie kann eine Schweizerin. Wieso weiß eine Schweizerin, was ein warmer Hansl ist? Hatte da wenn man 40 Jahre hier lebt, kriegt man das irgendwann mit. Das heißt, es gab viele Nächte, wo du warme Hanseln getrunken hast? Nein, ich nicht, aber ich habe solche erlebt, die das überstehen mussten. Wie bist du nach Wien gekommen eigentlich? Was war der Grund dafür, dass du Wien nie mehr verlassen hast? Warum hast du hier deine Heimat gefunden? Weil ich den Wunsch hatte, relativ früh Schauspielerin zu werden, dann die Schauspielschule gemacht habe in Zürich, in Paris bei Le Coq war, zurück nach Zürich kam, Clown werden wollte. Le Coq? Ja, ja. Jacques Le Coq. Die Schule habe ich gemacht. Und dann kam der Hans Grazer mit Elisabeth I auf Tournee. Hans Grazer, ich meine, das muss man den Jungen natürlich erklären. Ja, eine Theaterlegende, Schauspielhausdirektor gewesen. Und genau. Ja. Und ich habe dem Hans Grazer eigentlich klar machen können, dass er mich mitnehmen muss. Und dort bei dieser Arbeit habe ich den Michael Schottenberg kennengelernt. Der und das Lebenspartner blieb dann von dir wurde 35 Jahre lang. Ja. Wahnsinn. Ja. Und der Schotti, du bist mit dem Schotti immer noch, ihr kommt gut miteinander aus. Ja. Ihr seid jetzt nicht mehr zusammen, aber ihr seid Lebensmenschen füreinander wahrscheinlich. Genau. Irgendwie so eine, das sind zwei Namen, die so zusammengehören in Wien, dass man die eh gar nicht quasi getrennt voneinander gebrauchen kann, richtig? Aber ja, war nicht dein erster Wunsch, was du mal werden möchtest, war ein ganz anderer, weil das habe ich auch mal irgendwann im Radio, diese Geschichte von dir gehört, dass du mit deinen Eltern bei einem Konzert warst. Ja, ja, das war mein erstes Klavierkonzert. Also in meinem Leben das erste Mal vor mir dieser imposante, schwarze, glänzende Flügel, riesengroß. Und dann kam die Pianistin, eine ganz kleine, zierliche Japanerin. Und ich dachte schon, wie packt die dieses Instrument. Aber sie hat sich hingesetzt, hat sich konzentriert und dann hat die gespielt und hat mich sofort in die Welt dieser Musik reingezogen. Also ich habe da Farben und Formen gesehen, so ganze Geschichten. Und ich war so begeistert und glücklich am Ende des Konzerts, dass ich beschloss, Japanerin zu werden. Das ist eine so schöne Geschichte. Das ist eine großartige Pointe. Ist das für dich eine große Lebensenttäuschung, dass du nicht Japanerin geworden bist? Nein, es ist immer noch eine Herausforderung. Ich bin noch auf dem Weg. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Du hast nie die Königinnen und die Gewinnerinnen gespielt im Laufe deiner Schauspielkarriere, sondern eher Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Genau. Irgendwie sozusagen Frauen, die Verluste erlitten haben in ihrem Leben, gebrochene Charaktere. Sind das die besseren Rollen? Ja, ich finde schon. Also, sie passen halt zu mir. Warum eigentlich? Du bist ja eigentlich, könntest auch eine Königin spielen. Ja, das könnte ich auch. Ja, gut, danke für die Antwort. Was ich bei dir so irre finde, ist, dass dein Vorname oft gar nicht mehr erwähnt wird, sondern dass du immer nur die Bill bist. Nervt dich das? Nein, das ist ein Prädikat wertvoll. Ja. Ist auch du schreibst nur Bill, oder? Nein, ich also. The Bill, please. Bill. Nein, ich schreibe schon Maria dazu. Ja. Liebe Maria, ich muss dich das natürlich fragen. 75 ist ein Alter, das überhaupt nicht zu dir passt.
das ist ein Großmutteralter. Du wirkst natürlich wesentlich agiler und immer noch im Leben stehen. Wann hast du deinen eigenen Tod für dich selbst im Kopf? Oh Gott! Naja, das ist ja eine sympathische Frage. Du wirst wahrscheinlich über 100 werden. Das ist keine ernste Frage, doch, oder? Für mich ist es eine ernste Frage. Du bist eine ernsthafte Künstlerin und eine Künstlerin, die so auf Inszenierung bedacht ist wie du, weiß doch sicher genau, wie sie ihre Beerdigung sozusagen inszeniert haben. Ich weiß das zum Beispiel. Als Theaterstück meinst du? Ich weiß das nicht. Nein? Ich habe keine Ahnung. Meinen Tod, dem sehe ich gelassen und gespannt entgegen, wie du. Vielleicht eher so eine Improvisation. Nein, aber man überlegt sich doch, wenn man Maria Bill ist, man ist nicht irgendwer, da will man doch wissen, was steht auf dem Grabstein, welcher Satz soll sozusagen in die Ewigkeit mit mir. Was steht bei dir auf dem Grabstein? Sers. Genau das Gleiche wie bei mir. Ja, auch Sers. Ja. Ja, bei dir wird wahrscheinlich draufstehen, je ne regrette rien. Bei mir soll ja, das ist eine gute Idee. Er war weder Fisch noch Fleisch. Ja. Schön. Das ist gut. Ja. Bei dir? Ich weiß es nicht. Ja, aber du kannst es ja jetzt überlegen. Aber warum muss sie sich aber das, was soll das? Sie hat Geburtstag. Nicht. Normalerweise ist so, das Danke. Ist ein ganz, ganz schlechtes Geburtstagsgeschenk. Ja. Hast du überlegt, was auf deinem Grabstein steht? Das ist mein Geschenk ja, an dich. Aber was Maria Bill wird Frage? Noch 30 Jahre leben. Also sie hat Zeit, sich das zu überlegen. Ja, eben. Darum muss sie okay. es ja nicht jetzt. Danke, so ist es. Ich habe Wo noch willst Zeit. Du denn begraben werden? Ja. Das ist eine gute also Frage. Wir haben uns ausgedacht damals, Wer, der Schotti und ich, ah, Schotti, ja, ja, kommt schon. Ja. Der Schotti und ich haben uns ausgedacht, der zuerst geht, lässt sich verbrennen und wird vom anderen ins Mittelmeer geworfen. Sehr gut. Das verstreut, hoffentlich ja. nicht mit Wind, damit es nicht am Bulli Ja, ja, das schaut scheiße aus. Ich weiß nicht. Jetzt sind wir aber nicht mehr zusammen. Ja. Und wer soll mich jetzt ins Meer streuen? Also ich sehe davon ab und bin gespannt. Mehr sage ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja, aber ich meine, es wäre doch jetzt so, angenommen, du wärst die Erste, könnte der Schotti trotzdem noch dich ins Meer kippen. Ja, aber der Schotti... Ja, oder umgekehrt. Fragen. Ich glaube, der Schotti wird zuerst das Bankel reißen, wie man in Wien sagt. Das ist alles so... Nein, wieso? Ich wünsche allen ein langes Leben. Ich weiß. Ja. Na gut, dann sorry, wenn die Frage zu... Ich habe es wirklich lieb gemeint. Aber es gibt schon, sind wir uns ehrlich, es gibt Beerdigungen, die Grenzen kommen schon an ein sehr Können gutes... Können wir von was anderem bitte reden? Danke. Oh, alle dem Leben so Dankeschön. Zugewandt. Dann reden wir über was anderes. Ja, danke. Dann bist du eigentlich, weil du den Film... Von Jessica Hausen Ja, Jessica Hausen kommt gleich, aber unser Film, wie hieß der nochmal? Wo wir gespielt haben, wie hieß der? Die Geschichten von Franz, das gibt's ja nicht. Wo wir gespielt haben, Geschichten von Franz. Ach so, Geschichten, die neuen Geschichten von Franz. Sehr, sehr guter Film. Aber wie ist es eigentlich für dich, mit Kindern zu spielen, kann ja auch sehr, sehr nervtötend sein. Also für mich war das eigentlich... leicht, weil Kinder so wahrhaftig sind. Die können sich gar nicht verstellen. Ja. Und das steckt an. Also das bleibt irgendwie Wahrheit. Entschuldige, ganz kurz. Mir wurde nur gerade gezeigt, du sollst irgendwas mit deinem Knopf machen. Deine Ja, was ist das? Ja, wurde mir gezeigt. Tut ich mir leid. Geniere mich nicht dafür. Du hast einen Top-Körper. Entschuldige. Aber weil mir die ganze Zeit... Okay. Ich halte mich an sowas nicht. Na? Hat dich das immer schon, wenn du auf der Bühne warst, genervt, wenn Leute mit so billigen kleinen Effekten Was heißt billiger kleiner Effekt? Sorgen? Naja. Mir ist es mittlerweile egal. Ich habe den Zenit meiner Karriere schon vor 20 Jahren überschritten. Ne? Dein Körper auch.